In der Tat. Ich vermute, dass die Kamera von einem herumfliegenden Trümmerstück getroffen wurde. Was halten Sie von der Sache? Verfluchte Sauerei. Könnte man so sagen. Geben Sie mir Ihre Taschenlampe? Das glauben Sie doch selber nicht. Nein, nicht wirklich. Aber dann leuchten Sie wenigstens vernünftig. Diese Explosion war deutlich heftiger als die in London, oder? Und ob, er steigert sich. Stellen Sie sich vor, die Bombe wäre heute Abend hochgegangen. Er hat den großen Auftritt heute Abend nicht gewagt. Wir müssen ihn nervös gemacht haben. Einen besseren Zeitpunkt hätte er sich nicht aussuchen können. Legrand ist nicht da, es gibt nur wenige Wachen und fast keine Zeugen. Trotzdem hätte ich gedacht, dass er noch wartet. Denken Sie an den Zug. Unser Gegner hat ein Faible für den großen Auftritt. Er ist eitel und will so viel Öffentlichkeit wie nur möglich. Auch eitle Leute wollen nicht ins Gefängnis. Auch wieder wahr. Also schön. Wie geht es weiter? Zum Glück ist der Raum so hoch und das Tor war noch einen Spalt geöffnet. Andernfalls hätte nichts in diesem Raum der Druckwelle standhalten können. Ich würde sagen, es ist ein normales Seil, das mit einem Samtstoff überzogen wurde. Ein metallischer Schnellverschluss verbindet die Kordel mit den Metallständern. Es wird lange dauern, bis alles gereinigt und so gut wie möglich restauriert ist. Und einiges ist sicher verloren. Für immer. Sie wollen doch da wohl nicht runter? Auf diesem Weg hat das Auge die Schatzkammer verlassen. Nein, auf keinen Fall. Wir haben genug gesehen. Der Rabe ist weg. Wir holen Legrand. Toll. Sind Sie jetzt zufrieden? Könnte man so sagen. Leuchten Sie? Leuchten Sie doch mal richtig ins Loch. Da ist die Vitrine. Ist der Stein noch drin? Kann ich nicht erkennen. Hallo? Sie erwarten hoffentlich nicht, dass Ihnen jemand antwortet. Hoffen wir, dass wenigstens einige der Kunstgegenstände den Anschlag überstanden haben. Warum ist er nicht gleich mit einem Panzer durch die Wand gefahren? Rücksichtsloser Ignorant. Leuchten Sie mal. Die Kordel ist zu kurz. Da könnte ich auch gleich springen. Die Verschlüsse sind nicht gerade dafür ausgelegt, große Lasten zu tragen. Aber ich glaube, sie sind stabil genug. Nicht das beste Seil der Welt, aber das Beste, das ich hier habe. Ich werde mich mit dem Seil in das Loch hinablassen. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein.
Ich habe keine Lust auf diese Diskussion. Ich gehe da runter. Sie können mitkommen oder hierbleiben. Aber Sie wissen nicht, was da unten ist. Und wer? Deswegen will ich ja runter. Außerdem, vielleicht finde ich einen Fluchtweg für uns. Also gut. Soll ich das Seil festhalten? Nein. Sie müssen fürs Licht sorgen. Auch gut. Ich bin unten. Leuchten Sie mal, Robert. Alles klar bei Ihnen? Ja. Haben Sie schon einen Fluchtweg gefunden? Ich arbeite dran. Nein, ich bin, wo ich sein will. Der Rabe war erst vor wenigen Minuten hier. Ich muss einen Fluchtweg finden. Ich werde jetzt die Vitrine unter die Lupe nehmen. Wie zu erwarten war. Leer? Ja, die Vitrine hat den Sturz nicht überstanden. Der Dieb brauchte den Stein nur noch rausnehmen. Eigentlich hätte ich erwartet, dass die Vitrine den Sturz mehr oder weniger unbeschadet übersteht. Und 3 der 4 Scheiben haben auch gehalten. Leuchten Sie mal auf die Wand, Robert! Ein Stadtplan von Kairo. Er ist übersät mit hunderten kleinen Löchern und hier auf dem Boden liegen einige Reißzwecken. Hier in der Ecke steht eine Jahreszahl. 1940. Leuchten Sie mal dahin! Interessant. Dokumente, Landkarten, Briefe. Alle mindestens 20, 30 Jahre alt. Ich frage mich, woher der Rabe von diesem Geheimkeller wusste. Er muss recherchiert und sich die fehlenden Informationen zusammengekauft haben. Hier sind Ritzen in der Wand und Schleifspuren auf dem Boden. Eine Geheimtür? Und wahrscheinlich der Fluchtweg des Raben. Können Sie sie öffnen?
Hier sind verschiedene Scheiben und auch eine Art Griff, aber er lässt sich nicht drehen, schieben oder drücken. Irgendetwas steht hier geschrieben, aber es ist zu dunkel. Nun kommen Sie endlich runter und leuchten Sie. Nein, der Rabe sitzt in der Falle. Wir sollten Le Grand holen. Ich brauche diese Lampe, jetzt sofort. Ich weiß nicht. Es wäre besser, wenn wir erstmal für Unterstützung sorgen würden. Was würde Nicolas Le Grand in einer solchen Situation tun? Würde er auf Verstärkung warten und Däumchen drehen oder würde er handeln? Oh Mann. Robert, das ist unser Augenblick. Zeit, es allen zu zeigen. Wenn die anderen hier ankommen, haben wir uns nicht nur in den Keller vorgewagt, nein. Wir haben auch schon den Fluchtweg gefunden und geöffnet. Was denken Sie, wie das im Polizeibericht klingen wird? Konstabler Oliver und Wachtmeister Zellner legten mit Kompetenz und Einsatzbereitschaft die Basis für die Ergreifung des Raben. Okay, wir machen es so. Ich gebe Ihnen die Lampe und Sie öffnen die Tür. Dann bewachen wir die Tür und warten auf Verstärkung. Ich hätte es nicht besser sagen können. Fangen Sie. Aber beeilen Sie sich. Ich darf gar nicht daran denken, dass ich ohne Licht mitten zwischen Mumien stehe. Schon besser. Was ist das? Hey, gehen Sie nicht so weit weg. Kommen Sie runter und halten Sie mich auf. Interessant. Eine Art Holzklappe. Auf dieser Seite sind zwei Scharniere und hier ist eine Art Metallhaken, der die Klappe geschlossen hält. Ich bin die sprechende Statue. Besonders gerne bringe ich kleinen Jungs Schimpfworte bei. Damit wäre dieses Rätsel schon mal gelöst. Gucklöcher und ich vermute sogar... Ja! Diesen Weg kann der Rabe nicht genommen haben. Wir hätten ihn gesehen und er hätte von außen nicht den Riegel vorschieben können. Er ist garantiert durch die andere Geheimtür verschwunden. Warum ist es plötzlich so hell da unten bei Ihnen? Ich habe den Lichtschalter gefunden. Das ist interessant. Vier Scheiben. Ein extravagantes Kombinationsschloss. Wären es lateinische Zeichen und nur eine andere Sprache, könnte ich die Bedeutung vielleicht erahnen. Aber bei arabischen Schriftzeichen habe ich keine Chance. Ich schreibe sie in mein Notizbuch. Es könnte sich um einen Hinweis handeln, wie die Tür geöffnet werden kann. Verschiedene Gefäße. Vielleicht wurden darin Grabbeilagen verwahrt.
Die Deckel stellen Tiere und einen Menschen dar. Aber das alleine hilft mir noch nicht weiter. Verschiedene Gefäße. Vielleicht... Das Museum hat immer noch viel zu bieten, trotz all der sinnlosen Zerstörung in der Schatzkammer. Das Museum hat... Ich habe einen anderen Ausgang gefunden. Weg. Der Rabe hat ein Loch in den Boden der Schatzkammer gesprengt. Unter ihr befindet sich ein verborgener Keller. Es sieht nicht gut aus. Direktor Mokhtar? Ich glaube nicht, dass die Polizei schon eingetroffen ist. Wir dürfen dem Raben keinen Fluchtweg bieten. Vielleicht nicht. Ich habe eine Spur. Sehr wohl, Herr Direktor. Der Keller unter der Schatzkammer. Wussten Sie davon? In dem Raum befinden sich Karten und Aufzeichnungen aus dem Zweiten Weltkrieg. Was könnte es damit auf sich haben? Widerstand? Die Ägypter haben mit den Nazis zusammengearbeitet? Nein, aber der Feind meines Feindes. Also haben die Rebellen den Nazis Informationen zugespielt. Und dafür brauchten sie geheime Kommandostellen. Ja, und was wäre dafür sinnvoll, wenn ich mir als das ägyptische Museum Zeuge von 5000 Jahren ägyptischer Unabhängigkeit? Verborgene Räume, geheime Keller? Warum gibt es solche Sachen hier? Mystische Zeremonien im Fackelschein mit dem Baumeister von einst. Freimaurer. Solche Dinge. Und heute schreiben wir ein neues Kapitel. Ich habe diese arabischen Schriftzeichen entdeckt. Was bedeuten sie? Und das bedeutet... Es ist wichtig. Die Söhne des Horus spielen in meinem Schattensignal eine wichtige Rolle. Vier Söhne, vier Verlobten. Gefäße, in denen Leben einer jungen Magen und Gewerbe des Verstorbenen aufbewahrt. Haben die vier bestimmte Symbole? Mensch, Adrian, Schakal und Falke. Schauen Sie unten in der großen Halle. Söhne des Horus, Gefäße und Gedärme. Verstanden. Es wird alles gut. Warten Sie hier. Er hält Wache in der Schatzkammer. Wenn Sie auf den Konstabler setzen, setzen Sie auf das falsche Pferd. Ist Ihnen schon einmal in den Sinn gekommen, dass er der Einzige ist, der bei beiden Augendiebstählen anwesend war? Am besten lasse ich ihn zu Kräften kommen, bis ich eine wichtige Frage habe.
Alleine kann ich das Tor nicht öffnen und ich will es auch gar nicht. Ich habe meinen eigenen Eingang in den Keller. Der Konstabler glaubt, dass ich unter ihm im Keller bin. Wenn ich ihn von hier aus rufe, könnte er vor Schreck ins Loch stürzen. Außerdem ist es von Vorteil, wenn er glaubt, es gebe nur einen Ausgang und er sei verschlossen. Das gibt mir mehr Zeit für meine Nachforschung. Die Wache ist immer noch ohnmächtig. Nicht die feine Schweizer Art, ihn einfach dort liegen zu lassen. Aber ich denke, er wird in Ordnung sein. Die Explosion ist schon einige Minuten her. Und ich vermute, dass jeden Augenblick draußen Sirenen zu hören sein werden. Spätestens dann werde ich den Konstabler und den Direktor nicht mehr davon abhalten können, die Tore zu öffnen.